Ins Wissig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Wir dürfen heute ein exzellentes Sternburg-Bier trinken. Ach ja, hier noch. Die Rückseite, ja. Sehr informativ, ja, natürlich. Absolut. Übrigens, wer sich im letzten Video gewundert hat, das ist der Weihnachtsbaum. Im letzten Video haben wir halt Pesator getrunken. Guckt euch das Video mal an. Aber wir kriegen noch Besuch, wir müssen ja schnell machen. Ja, meine, warum? 200 Jahre Sternburg, deshalb von 1822 bis 2022. Herzlichen Glückwunsch. 5,2% süffig würzig. Mach auf, ich hab einen. Rob auf hier, wer hat hier jetzt Zeit? Rob auf! So, wie sieht's aus? So, Schaum bildet sich. Gut, sieht man nicht überhaupt. Das wird mir noch unterm Eimer. Schön, gut. Also, die Farbe ist schon mal gut. Natürlich ein bisschen mehr sprühen, aber ansonsten geht schon. 4 oder 3? Ey, sieht geil, also. Da könnten wir sprudeln. Ich weiß nicht, ob das nicht sprudelt. Ich sind ohne. 3. Ja. Prost. Prost. Auf Sternbräuer Export. So viel würzig. So billig kann Feierabend sein. Man riecht schon die Stammwürze. Zitronenabgang. Boah, nee, komm, hau mal. Wieso denn? Gaumen lieber oder Gaumen Triebe lieber? Auf die Fresse ist das. Meine Leber ist schon K.O. in der ersten Runde. Ja. Ich weiß nicht, jetzt genauso, dass du so einen ganz komischen Nachgeschmack hast? Ja, aber 4 Sterne ist wert, oder? Als wenn du an den Füße leckst. Oder du hast den Fuß? Wie oft hast du denn schon an den Füße geleckt? Oder als wenn dir einer hier so den Finger so reinsteckt, da in so einen Mund hin und her wirbelt. So. Nicht her? Doch, ja. Zitronig. Mann, jetzt. Ein bisschen Kohlensäure. Der Liter kostet 78 Cent. Aber was ist das für ein Nachgeschmack? Also kriegt schon mal ordentliche Preispunkte. Hast du den Nachgeschmack auch? Ja. Der ganz komisch ist ja. So. Also noch billiger als Hasselröder sogar. Und wem schmeckt? Herzlichen Glückwunsch. Du kannst es gerne noch in Berlin genießen, in der Zeit, wo ich hier zusammenziehe. Also über den Ufer brauchen wir ja eh nicht reden. Ich meine, ich muss auch ganz... Ach nee, komm, Alter. Weißt du, wie das riecht? So, als wenn sich einer hier die Pulle in eine Schüssel schmeißt und da die Füße badet. Und das dann wieder auszapfelt. Ja, nee, so. Das gibt es Sterne. Das ist ein echtes deutsches Bier. Nee, ich meine, okay, wer das gerne trinkt, bitteschön. Das ist Blech. So, solch ranziges Zeug darf den edlen Namen Bier nicht tragen. Gebe dein Bedauern nun laut Kund und trinke ein Gebräu edlerer Klasse. Das kann ich jetzt so machen. Gibt es jetzt was Besseres? Gessner Original. Also den Kanal abonnieren und kommentieren und teilen und so weiter. Und Glocke aktivieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Genau, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Mund spülen. Jetzt erstmal die Zähne putzen. Ja. Bis demnächst.